bin in den Sommerferien und zur Abwechslung hatte ich heute mal ein Bewerbungsgespräch. Da bin ich auf YouTube mal auf ein Video gestoßen, das das hier thematisiert und ich dachte mir, ist gar nicht so falsch, das mal zu machen, da es für mich noch aktuell ist und auch für die einen oder anderen von euch nicht sehr unaktuell sein wird. Die Bundesagentur für Arbeit bietet auf ihrer Website, ist das die Website? Ja, könnte die Website sein, eine Art Spiel an, das dir helfen soll, dich zu finden. Also herauszufinden, welches dein Berufstyp ist. Hier steht es auch schon, finde heraus, welcher Berufstyp dein Match ist. Da gibt es ein WhatsApp-Me-Bot. Ein WhatsApp-Bot, da kannst du auf WhatsApp ein Spiel spielen. Ja, hier haben wir den lieben Julian Kabuff. Und ich mache hier mal auch Werbung dafür. Und hier auf WhatsApp können wir dann mit einem WhatsApp-Bot chatten und der wird uns dann nach einigen Quizfragen verraten, was unsere bzw. jetzt meine Berufsrichtung ist. Ich würde direkt mal sagen, legen wir los. Schritt 1: Kontakt speichern. Klick auf den Button, speichere dir die angezeigte Nummer in die Kontaktdaten. Geh auf WhatsApp und schick die erste Nachricht, hallo, an die Nummer des WhatsApp-Me-Bots. Los geht's. So, hier haben wir ihn auch schon, den WhatsApp-Bot Arbeit, habe ich ihn jetzt mal genannt. Jo, kein kreativer Name, aber muss mal herhalten heute. Und was soll man schreiben? Hallo, oder? Hallo. Ich schreib's mal. So, ich hoffe, er reagiert, der Bot. Oh, richtig, haben wir's. Zwei ungelesene Nachrichten, so schnell geht das hier. Dann kriegen wir hier gleich von Julian Kabuff hier eine Nachricht. Ups. Hey, ich bin's, Julian Bam. Willkommen bei WhatsApp-Me-Bot. Der WhatsApp-Me-Bot, den ich die ganze Zeit WhatsApp-Me-Bot nenne, stellt dir jetzt 8 Fragen, die dir helfen, herauszufinden, welcher Beruf typisch für dich sein könnte. Jede Frage kannst du mit einem passenden Emoji oder der zugeordneten Zahl beantworten. Keine Lust mehr? Dann schick Stopp. Falls du nochmal von vorn beginnen willst, Neustart. Deine erste Frage kommt sofort. Ja, die kam direkt danach. Frage Nummer 1. Deine Schwester hat deinen Laptop geklaut. Auwei. Das sollte nicht passieren. Dein Laptop geklaut und sich eingeschlossen. Was machst du? Punkt 1. Ich simuliere einen Unfall, dann wird sie schon rauskommen. Nein, meine Schwester wird nicht rauskommen, wenn ich einen Unfall habe. Naja, hoffentlich schon. Geschwisterliebe. Zweitens, ich baue einfach die Tür aus. Ach so, ich hänge einfach die Tür. Oh, gut. Ich rede mit ihr und versuche herauszufinden, warum sie mich nicht gefragt hat. Ich versuche einen Deal auszuhandeln. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht so typisch für mich. Alles klar. Klingt nach einem guten Plan. Jo, ich warte auf die nächste WhatsApp-Bot. Die nächste Frage bitte. Oh, ein Meme. Die nächste Frage ist schon im Anflug. Gleich ist Partytime. Okay. Eure Abschlussparty steht an. Bei welchen Aufgaben bist du dabei? Erstens, ich sorge für das Essen, Trinken und dafür, dass alle Spaß haben. Zweitens, ich plane die Party. Jemand muss ja den Überblick haben. Drittens, ich mache auf jeden Fall die Deko. Und viertens, ich baue die Bühne und Anlage auf.
Uno. Perfekt, dann kann die Party ja losgehen. Jo, kann sie. Ich kauf das Futter. Nein, nein, bitte her mit der nächsten Frage. Da kommt's auch schon. Frage 3 von 8. Dein Traumbüro, wie sieht's das aus? Erste Antwort. Büro, Fragezeichen, ohne mich, ich brauche eine Werkstatt. Zweitens, viel Papier, viele Stifte, viel Inspiration. Dritte Antwortmöglichkeit, wichtiger als der Ausblick, dass ich den Überblick habe. Eigentlich egal, Hauptsache die Leute sind da, sind nett. Okay, die dritte habe ich nicht verstanden, aber erstens passt schon mal gar nicht. Ich würde mal sagen, zweitens am ehesten, obwohl das auch nicht so ganz hundertprozentig, aber sind ja keine 100% Antworten. Also zwei. Klar, du bist der Boss. Ich bin der Boss. Eine extrem langweilige Schulstunde. Wie überlebst du sie? Ich plane den nächsten Abend mit Freunden. Ich höre mir Lebensgeschichten meines Banknachbarn an. Ich baue Türmchen aus Stiften und Radiergummis. Ja, das habe ich allerdings sehr oft gemacht. Ich kritzle was Schönes in meinen Block. Nicht Bock. Also, das wäre dann schon ein bisschen Tiermissbrauch, wenn ich meinen Bock bekritzeln würde. Beides eigentlich, also drittens und viertens eigentlich beides. Ja, viertens doch eher, am ehesten. Oh, durchhalten, du packst das. Ja. Schulstunden habe ich jetzt schon gepackt, da bin ich jetzt zum Glück schon raus. Was wäre denn Superkraft im Job? Erstens, ich kann mir Sachen ausdenken, auf die kein anderer kommt. Zweitens, ich erkenne ein technisches Problem auf den ersten Blick. Und drittens, ich kann mit einer Umarmung Probleme lösen. Oder viertens, ich kann Chaos in Übersichtlichkeit verwandeln. Was vielleicht? Erstens, vielleicht? Super Antwort. Ja, Dankeschön, WhatsApp-Bot. Weiter geht's. Oder war das schon die letzte Frage? Nö, es war 5 von 8. Ein paar haben wir noch vor uns. Eine fremde Stadt und du suchst eine Straße. Was machst du? Ja, das dürfte demnächst mal anliegen. Ich bin gerade auf Sommertour. Könnte anliegen. Ich frage jemanden, der mir den Weg weist. Ihr habt schon gesehen, ich wollte schon klicken. Ich schaue auf den Stadtplan und finde meinen Weg. Ich laufe einfach drauf los, werde es schon finden mit der richtigen App. Also eindeutig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ein. Jupp, klingt nach einem guten Weg. Ist ein guter Weg. Immer fragen, das hilft weiter. Und ein weiteres Meme für uns. Ich hab's vergrößert. Aha. Frage 7 ist auf dem Weg. Juhu, bald fertig. Bald mein Ergebnis. Wann läufst du zur Höchstform auf? Wenn ich richtig anpacken kann und ein Ergebnis sehe. Zweitens, wenn ich sehe, wie meine Ideen Wirklichkeit werden. Drittens, wenn ich planen oder mit Zahlen jonglieren kann. Ach du Kacke, Zahlen. Was will ich denn mit Zahlen? Kann ich absolut nicht. Viertens, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Nehme zwei. Tipptopp, damit kann ich durchstarten. Freut mich. Letzte Frage. Oder was? Ja, damit. Frage 8 von 8. Schau mal auf deine Hände. Wie sehen die aus? Da schauen wir mal lieber nicht drauf. Zum Glück sind die im Halbdunkeln. Sauber und gepflegt, als ob sie andere in die Hand nehmen.
So, als wenn man damit ordentlich anpacken kann. Oh, noch ein paar bunte Flecken vom Zeichnen. Sind wir jetzt abgeschlossen? Das klingt nach einer handfesten Antwort. Ja, wer witzt mit den Wörtern? Ja, damit. Eine letzte Frage noch für deine Auswertung. Bist du weiblich oder männlich? Da muss ich schon ein bisschen nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich so mal so an mir entlang gucke, würde ich dann doch irgendwie auf zweitens tendieren. Junge. Super, du hast alle Fragen beantwortet. Zeit für deinen persönlichen typisch Ich-Profilkarte. Oha, ich krieg gleich ein ganzes Profil erstellt. Na dann, her damit. What? Das ist ja mein WhatsApp-Profilbild. Was hat das denn da zu suchen? Du bist der kreative Anpacker. Ja, Sommertour, das erste Video. Davon habe ich mein Profilbild. Künstlerisch kreativer Typ. Okay, du denkst gern nach um die Ecke. Ach so. Ja, lesen kannst du nicht. Du hast immer die besten Ideen und einen Plan, wie man sie umsetzt. Informiere dich doch mal über eine Ausbildung im künstlerisch kreativen Bereich. Das könnte dir Spaß machen. Maßschneider, Konditor. Na, backen kann ich nicht. Na doch, Plätzchen kann ich backen, aber das war's dann auch schon. Zu Weihnachten mache ich dann wieder ein Plätzchen. Bühnenmaler. Steinmetz haben wir hier. Buchbinder. Florist, okay. Mit den Blümchen hantieren. Gärtner, quasi. Hier vorne haben wir noch den Mediengestalter. Und da gibt es durch Bild und Ton und Print. Friseur gibt's noch. Na, von mir willst du nicht die Haare frisiert bekommen. Maskenbildner. Und dann sind wir wieder beim Fotograf. So, dann habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut wie immer Renner. Ciao, ciao.